Meine sehr geehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zu einem weiteren Tag im Tollhaus Deutschland. Was geht durch die Presse mal wieder? AfD steht nicht auf für Polizisten, die heldenhaft den Reichstag verteidigt haben. Aber was ist denn eigentlich genau passiert? Was ist denn genau passiert an diesem Morgen im Bundestag, als die AfD als einzige Fraktion nicht aufgestanden ist? Man muss sich erstmal Folgendes, schauen wir mal im Protokoll des Bundestags nach. Und was sagt diese Stelle? Da sagte nämlich Bundestagspräsident Schäuble unmittelbar, bevor sich die anderen Fraktionen erhoben haben, folgenden Satz. Dafür danke ich im Namen des ganzen Hauses den am Einsatz Beteiligten und ich begrüße neben dem Berliner Innensenator Andreas Geisel als ihrem Dienstherrn auf der Tribüne die Beamten, die sich den Randalierern entgegengestellt haben, gemeinsam mit weiteren Kollegen und stellvertretend für alle Sicherheitskräfte. Also jetzt muss man mal drauf achten. Es war also auch das ehemalige SED-Mitglied und Innensenator von Berlin, Andreas Geisel, da. Derjenige, der auf völlig undemokratische Weise und rechtswidrige Weise die friedlichen Freiheitsdemonstrationen in Berlin verhindern wollte. Der die Polizei offensichtlich wohl am Tag auch angewiesen hatte, alles zu unternehmen, irgendwie diese Demonstration nicht stattfinden zu lassen oder möglichst frühzeitig aufzulösen. Also für diesen Undemokraten sollte man aufstehen. Und man muss auch mal ganz klar und deutlich sagen, wer ist denn da noch aufgestanden? Wer ist denn da aufgestanden? Da ist die SPD-Vorsitzende Esken aufgestanden, die sagt, wir alle von der SPD sind Antifa und es ist richtig. Und die Antifa sagt ja, es ist richtig, Polizisten mit Steinen zu bewerfen. Und sie tut das ja auch. Beispielsweise, wenn wir dann unseren Blick wegwenden von Berlin nach Leipzig. 3 Tage lang wird Leipzig von schweren Unruhen durch linksextremistische Kräfte zerstört, das Leben der Menschen unsicher gemacht dort. Und am Rande der Demonstrationen stehen Mitglieder der Linksjugend, der Jugendorganisation der ehemaligen SED und verteilen Flugblätter, auf denen steht Advent. Advent, ein Bulle brennt. Wie ehrlich ist es wohl gemeint, wenn die Abgeordneten einer solchen Partei sich zu Ehren der Polizei erheben? Gar nichts ist das wert, meine sehr geehrten Damen und Herren. Ganz im Gegenteil, es ist eine Riesenschande, die hier passiert ist. Und ich sage euch ganz klar und deutlich, wir von der AfD werden sicherlich niemals für ein ehemaliges SED-Mitglied, das heute SPD-Innensenator von Berlin ist und die demokratischen Rechte in unserem Land mit Füßen tritt, vor so einem werden wir sicherlich niemals aufstehen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Das muss ich ganz, ganz ehrlich sagen. Und diese scheinheilige Getue der Altparteien, während kein Wort verloren wird über die Unruhen in Leipzig, wirklich unglaublich. Wo ist die Ehrung für die Polizisten, für die vielen verletzten Polizisten in Leipzig, die dort den Rechtsstaat, die Freiheit verteidigt haben, unsere Demokratie verteidigt haben gegen die Linksextremisten? Wo ist das? Und da kann man sich nur an eine einzige Karikatur von der jungen Freiheit, die hier jetzt mal eingeblendet wird, erinnern, wo 2 Polizisten drauf sind und der eine zum anderen sagt, siehst du eine Reichsflagge? Und der andere sagt, warum? Weil dann werden wir auch
vom Bundespräsidenten zu einem Empfang eingeladen. Genauso heuchlerisch. Das bringt die ganze Heuchelei in dieser Diskussion auf den Punkt. Wenn Linksextremisten gewalttätig Städte verwüsten, dann wird das einfach hingenommen. Dann wird es gar nicht großartig thematisiert. Dann wird kein Polizist geehrt. Während wenn da ein Reichstagsstürmchen stattfindet, wo sich Demonstranten ganz offensichtlich natürlich in verurteilenswerter Weise Barrikaden überwunden haben, was man nicht tun sollte als friedlicher Demonstrant, was zu verurteilen ist. Aber die haben sich friedlich auf diese Treppe gesetzt und nicht mit Steinen auf Polizisten geworfen. Und es gab auch keine verletzten Polizisten wie in Leipzig. Dann werden diese geehrt. Und dann das Märchen von 3 Polizisten, die über 100 bis an die Zähne bewaffneten Nazis davon abgehalten haben, das Parlament zu stürmen. Also diese Geschichte ist an Lächerlichkeit nicht mehr zu überbieten. Und ich will eines ganz klar sagen, wir haben den höchsten Respekt vor allen Polizeibeamten, die unsere Demokratie, unsere Freiheit und unsere Grundrechte schützen und dafür eintreten, damit wir friedlich in unserem Land leben. Und diesen Männern und Frauen gebührt alle Ehre. Und für diese stehen wir jederzeit gerne auf. Aber nicht, wenn wir gleichzeitig aufstehen müssen für einen Innensenator Geisel, der ganz klar gezeigt hat, wes Geistes Kind er ist. Ein Antidemokrat, der nach kommunistischer Schule Pro-Regierungsdemonstrationen genehmigt und Pro-Freiheitsdemonstrationen gegen die Regierung, die regierungskritischen Demonstrationen verbietet. So jemand, vor so jemanden werden wir niemals aufstehen. Wir sind gerade dazu da, dass das Unwesen dieser Politiker endlich beendet wird und dass es in Deutschland endlich wieder eine Regierung gibt, die dafür sorgt, dass es den Menschen besser geht und die auch wirklich für Frieden, Freiheit und Demokratie eintritt und die wirklich voll und ganz hinter unseren Polizistinnen und Polizisten steht. Dafür steht nur die AfD und deshalb werden wir weiter dafür kämpfen, dass es endlich wieder eine vernünftige Regierung in unserem Land gibt. Macht's gut, bis bald, wir sehen uns.